Professor Butter, Sie haben ja dieses Buch geschrieben, was ja auch, was ich schon vorhin gesagt habe, hinten in die Zeit schreibt, das ist das erste gute Buch über Verschwörungstheorien, so heißt es da. Ich habe da drin gerne gelesen und habe dann auch mitbekommen, Sie haben sich ja auch sehr umfangreich auch mit allen möglichen Aspekten von Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Wenn Sie jetzt mal gucken, Sie haben ja einen ziemlich langen Überblick auch über die Geschichte von Verschwörungstheorien, aktuell Corona-Pandemie, US-Wahl. Jetzt haben viele das Gefühl, jetzt auf einmal gibt es ganz viele Verschwörungstheorien. Sind die jetzt durch die Corona-Pandemie erst richtig populär geworden, aufgetaucht? Oder sind die dadurch einflussreicher geworden jetzt in dieser Zeit? Einflussreicher, wenn wir uns die USA anschauen, vielleicht ein bisschen wieder. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir in dem Zeitalter leben, in dem Verschwörungstheorien am populärsten und einflussreichsten sind oder einflussreicher populärer sind, als sie jemals zuvor waren. Also, wenn man sich die Geschichte der Verschwörungstheorien anschaut, dann kann man so darüber streiten. Das tun die Forschenden auch, ab wann es denn so wirklich Verschwörungstheorien gibt. Momentan ist der Konsens so ein bisschen so ab der frühen Neuzeit, frühes 16. Jahrhundert. Und von da an bis in die 1950er Jahre war es völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Hätte man damals Umfragen gestartet, hätte man, oh, die Katze ist super, hätte man bestimmt mehr als 90% Zustimmung gehabt, also bei der Bevölkerung. Im Vergleich dazu in den USA ist es momentan so, dass jeder Zweite ungefähr an eine Verschwörungstheorie glaubt. In Deutschland muss man verschiedene Studien gegeneinander aufrechnen. Ich persönlich würde so schätzen, so ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen ist empfänglich dafür. Die Studien, die auch zu dem Ergebnis 50% kommen, halte ich für methodisch problematisch. Das ist sehr viel, aber wie gesagt, es ist deutlich weniger, als es vor 100 oder 200 Jahren war. Das Ganze hat dann vermutlich mit dem Internet so um die Jahrtausendwende so ein bisschen zugenommen, weil dadurch Verschwörungstheorien einfach sichtbarer und verfügbarer wurden, nachdem sie eine Zeit lang so weg waren in so Subkulturen. Und was Sie jetzt gerade angesprochen haben, so dieses Gefühl, auf einmal kennen wir alle jemanden im Freundeskreis, im Familienkreis, der an Verschwörungstheorien glaubt. Ich glaube, da ist es in den allermeisten Fällen so, die Leute haben das schon vorher getan, die haben das nur nicht offen gesagt, weil diese Corona-Pandemie eine besondere Situation ist. Die ist besonders, weil es auf einmal eine angebliche Verschwörung gibt, die sich wirklich direkt gegen einen persönlich richtet. Also wenn man sagt, Bush und Cheney und Rumsfeld haben die Twin Towers in New York in die Luft gesprengt, dann kann man sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden, aber mein Leben geht erstmal eigentlich ganz normal weiter. Das betrifft mich nicht in jeder Sekunde meines Daseins. Wenn ich jetzt aber glaube, diese Corona-Pandemie ist ein großer Betrug, um irgendwelche Ziele durchzusetzen, mir zum Beispiel meine Grundrechte wegzunehmen und ich kann nicht mehr zum Sport gehen, ich kann nicht mehr in den Chor gehen, ich kann nicht mehr in den Urlaub fahren, ich muss eine Maske tragen, ich kann meine Familie nicht mehr treffen und so weiter, dann habe ich das Gefühl, mir geht es jetzt wirklich selbst an den Kragen. Und dadurch sind viele Leute, glaube ich, radikalisiert worden, in dem Sinne nicht, dass sie extremistischer geworden sind, gefährlicher geworden sind, sondern dass sie quasi auf der Stufe ihrer Überzeugungen, ihres Glaubens an Verschwörungstheorien so zwei, drei Level nach oben gerutscht sind. Die Psychologen weisen immer darauf hin, dass wir uns das nicht vorstellen dürfen, den Glauben an Verschwörungstheorien als etwas, was man entweder hat oder komplett hat, sondern da gibt es ganz viele Abstufungen. Die Leute sind einfach extremer geworden. Ich merke das an den Mails, die ich kriege, Leute, die mir vor 6 Monaten noch geschrieben haben, Mensch, Michael, was hast du da wieder für einen Blödsinn erzählt? Die beginnen ihre Mails an mich jetzt mit der Aussage, du Faschist, und dann wird es langsam schlimmer. Die sind einfach extremer geworden. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass die Leute mehr geworden sind, weil die sich auch klarer positionieren, weil sie es natürlich auch müssen. Also die meisten Verschwörungstheoretiker, wenn wir jetzt mal den Wendler und Attila Hildmann außen vor lassen, sind nicht paranoid oder sonst irgendwie psychisch krank. Die wissen ganz genau, dass die meisten Menschen um sie herum das nicht glauben, was sie glauben, und die wollen auch nicht ständig anecken. Und deshalb halten die den Mund in vielen Situationen. Und gerade Familien sind großartig da drin, strittige Themen totzuschweigen. Also so ein Thema wie Impfen, das kommt höchstens so nach 3 Stunden heftigen Trinkens auf so einer Familienfeier, aber manchmal auch überhaupt nicht. Wenn es jetzt aber darum geht, kann man sich überhaupt treffen und unter welchen Bedingungen, dann kommt das nach oben. Und ich glaube, das führt also zu diesem Eindruck, dass Verschwörungstheorien sprunghaft zugenommen haben in den letzten Monaten. Das haben sie nach meinem Dafürhalten nicht. Und auch die Psychologen, die ich kenne, Roland Imhoff aus Mainz, der da schon Zahlen gesehen hat, die noch nicht veröffentlicht sind, der sagt auch, es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Zahl wirklich zugenommen hat. Wie gesagt, die Leute werden lauter, sichtbarer. Sie denken auch, sie müssen auf die Straße gehen, weil es ihnen an den Kragen geht. Und viele sind sicherlich extrem geworden in ihren Überzeugungen. Aber
insgesamt, glaube ich, keine Zunahme. Insofern sollten wir das ernst nehmen, aber wir müssen jetzt nicht in Panik verfallen. Es gibt da kein exponentielles Wachstum. Da gleich eine Frage direkt aus dem Chat dazu, weil ich meine, das ist ja interessant. Vielleicht kommen wir ja nachher auch noch dazu, wie kann man damit umgehen? Aber wenn Sie jetzt plötzlich so eine Mail bekommen, Sie sagen, nach 6 Monaten werden Sie plötzlich als Faschist beschimpft, wie reagieren Sie auf so eine Mail? Also in den allermeisten Fällen ignoriere ich das. Man merkt aber, der Ton wird rauer. Also es ist so, dass der Mensch, der mir diese Mail geschrieben hat, der mir, wie gesagt, schon seit vielen Jahren schreibt und eine Zeit lang habe ich mir auch mal zurückgeschrieben, der postet halt auch immer wieder Sachen auf Facebook und hat also neulich da ein Video gepostet, wo er wirklich also sehr aggressiv war. Und daraufhin hat ihn jemand angezeigt. Nicht ich, aber jemand anders quasi. Er hätte mich bedroht und beleidigt. Und dann war ich mir mit dem Staatsanwalt einig, also dass wir eine Bedrohung nicht sehen, aber eine Beleidigung ist auf jeden Fall gegeben. Und ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wie ich darauf reagiere, weil der Staatsanwalt halt sagte, naja, bei Bedrohung müsste ich aktiv werden, bei Beleidigung werde ich nur aktiv, wenn Sie wollen, dass ich aktiv werde. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, weil ich es nicht einschätzen kann, weil ich einerseits immer denke, das ist wirklich, also der Typ ist wirklich ein armes Schwein, man kann das über Jahre verfolgen, wie der immer weiter da reingerutscht ist. Und eigentlich tut er mir leid. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es schon langsam so extrem wird, dass ich mich auch frage, ob der nicht vielleicht irgendwann mal hier vor meinem Büro steht. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen ignoriere ich solche E-Mails. Wenn mir solche Leute höflich schreiben, was auch oft vorkommt, sagen, ich stimme einfach nicht mit ihnen überein, dann antworte ich immer. Ich hatte heute einen ganz netten E-Mail-Austausch mit jemandem, der also den Schweizer Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser vehement verteidigt hat, aber das sehr höflich getan hat und sich dann auch noch bedankt hat dafür, dass ich geantwortet habe und mir gewünscht habe, dass ich doch gesund bleibe. Und habe ich ihm geschrieben und mich bedankt, dass er so höflich geschrieben hat. Und da sind wir eigentlich ganz nett auseinandergegangen. Das gibt es also auch. Es ist ein ganz breites Spektrum, was man da hat. Sehr, sehr interessant. Ich denke, es wird uns nachher auch noch mal beschäftigen, aber vielen Dank, dass Sie da so berichtet haben. Wir haben es ja schon angesprochen, Internet, Video, YouTube und so weiter, also die neuen Medien, welche Rolle die spielen. Wie ist das für Sie, Frau Silberberger? Ich meine, das ist ja eine Fundgrube, wenn Sie sagen, oh, wir schauen uns jedes Jahr nach den besten Verschwörungstheorien um. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich da entscheiden wollen. Ich meine, da findet man ja mittlerweile so eine Menge. Wir kommen ja gleich noch mal so ein bisschen darauf, was sind, frage ich Herrn Butter noch mal, was sind so Kennzeichen von Verschwörungstheorien? Aber da findet man ja eine Menge. Wie schätzen Sie das denn ein jetzt? Welche Rolle spielen denn jetzt gerade aktuell die Medien? Und gibt es sowas wie aktuelle Highlights, die Sie jetzt herausgefunden haben? Also erstmal vorneweg, die Nominierten für unseren Award werden uns ja eingeschickt. Wir nehmen ja Nominierungen an, es ist ja ein Publikumspreis, also muss ich mir die zum Glück nicht zusammensuchen, sonst wäre die Auswahl noch schwerer. Aber tatsächlich machen wir auch so eine Art Feldforschung im Internet. Ich bin seit inzwischen eben 6 Jahren in diversen, in insgesamt 150 Social-Media-Gruppen unterwegs, die ich mir ab und an nach Bedarf, je nach Themengebiet, durchgucke, nach den aktuellsten Trends oder einfach mal schaue, was gerade los ist. Gerade eben habe ich nochmal nach der US-Wahl geguckt und die Empörung ist natürlich groß, mal als aktuelles Beispiel die Sache mit den Wasserzeichen. Vielleicht haben Sie schon gehört, dass die originalen Wahlzettel angeblich Wasserzeichen haben sollen und die gefälschten eben keine. Und so kann man herausfinden, ob das jetzt eine legale Wahl gewesen ist oder nicht. Und es wird von Wahlbetrug gesprochen. Und auch was Herr Professor Butter gesagt hat, dass wir eine Radikalisierung im Internet erleben in diesen Gruppierungen, das kann ich auch bestätigen. Der Ton wird rauer. Auch mich ereilen diese Hassnachrichten. Heute hat jemand unter ein YouTube-Video von uns kommentiert. Wir haben Sie auf dem Schirm, Frau Silberberger. Wir wissen Bescheid. Habe ich drunter kommentiert. Ich hoffe, Sie haben auch ein Abo dagelassen, dass Sie auch was lernen, weil nur auf dem Schirm haben reicht nicht. Also auch ich gehe da auch humoristisch mit um und werde auch als Faschistin beschimpft und werde beleidigt in E-Mails und es landet auch in der Ablage rund. Und nur im Zuge unseres Serverangriffs, den wir jetzt vor kurzem hatten, in dem ja auch der Staatsschutz ermittelt, habe ich ein paar Beleidigungen ans LKA weitergeleitet. Aber in der Regel ist mir das diesen Aufwand nicht wert, mich jetzt mit diesem, Entschuldigung, Gepöbel auseinanderzusetzen. Die Beobachtung der Szene im Internet nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, weil sie sich jetzt vor allem auch wieder sehr stark ins Real Life verlagert. Gerade mit dieser Querdenken-Bewegung erleben wir, wie sich ein Online-Gefühl, dass ich muss jetzt was machen und ich bin gegen diese Verschwörung, die sich gegen mich richtet und wir finden uns da zusammen, auf unsere Straßen findet. Und wie diese Bewegung es schafft, unsere Demokratie von innen heraus auszuhöhlen, indem sie Gerichte auch beschäftigt mit sinnlosen Anfragen und die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart jetzt versucht zu torpedieren und die ganzen die Behörden lahmzulegen, wie mit unserem DDoS-Angriff, einfach so mit Anfragen überfluten, auch mit juristischen Anfragen überfluten,
Minuten und Demo-Anmeldungen und was weiß ich, dass das System nicht mehr hinterherkommt, das zu bearbeiten. Und das ist jetzt momentan eine aktuelle Taktik, die gefahren wird, parallel zu dieser Sache, die die Querdenkenbewegung macht mit den Schülerinnen und Schülern, dass an Schulen gegangen wird und jetzt ja eben auch in ein paar Tagen am 9.11. diese große Aktion, bundesweite Aktion gestartet wird, dass man gezielt mit Eltern und möglichst einem Anwalt vor Schuleinrichtungen auffährt und Jugendliche davon, Kinder davon überzeugt, dass die Masken unwirksam seien, dass Fake-Masken ausgegeben werden, dass die Kinder zu Maskengegnern gemacht werden. Also man geht wirklich gezielt an die nachfolgende Generation. Und das ist ja das, was ich auch zum Beispiel als ideologischen Missbrauch bezeichne, indem man Schutzbefohlene in diesem ideologischen Konstrukt, das man da aufgebaut hat, nicht nur gefangen hält, sondern sie auch gezielt versucht rein zu, gibt es so ein schönes Wort dafür, so zu schmeicheln, nennen wir es einfach rein zu schmeicheln. Zu groomen, sagt man im Englischen dazu. Genau, man umschmeichelt dann diese Jugendlichen und versucht sie auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist etwas, das sehr, sehr neu ist. Das habe ich jetzt vorher, ich weiß nicht, wie es Michael geht, aber ich habe es vorher in der verschwörungsideologischen Szene so nicht gesehen, dass sich speziell Gruppierungen bilden oder Gruppierungen einer Bewegung sich abspalten, die gezielt als Rekrutiers an Schulen gehen. Das ist mir neu. Das kenne ich sonst wirklich nur von diesen nationalistischen und anderen faschistischen und salafistischen Gruppierungen, die tatsächlich ihre Rekrutiers an Schulen schicken oder an Jugendverbände schicken etc. pp. Das ist neu und das finde ich bedenklich. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja gerade von den aktuellen Ereignissen erzählt und auch so, was Sie sagen, was jetzt gerade passiert und wie stark dann jetzt auch gerade in solche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen jetzt auch verschiedene Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorien Eingang finden. Herr Professor Butter, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was sind denn dann eigentlich Verschwörungstheorien? Und auch mal gefragt, das frage ich Sie nachher nochmal, Frau Silberberger, was macht Sie denn eigentlich so attraktiv? Also, dass man jetzt vielleicht auch manche sagen, oh, super, da habe ich schon drauf gewartet, so ungefähr, das passt so in mein Weltbild. Aber was sind denn so typische Merkmale, Argumentationslinien, Herr Professor Butter, für Verschwörungstheorien? Dann können wir vielleicht auch ein bisschen verstehen, oh, das ist natürlich auch das Spannende daran. Ja, also so ganz knapp gesagt kann man sagen, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch so drei Charakteristika aus. Die nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Es gibt immer eine Gruppe, die nach deren Willen sich Geschichte entfaltet. Sie behaupten zweitens, dass nichts so ist, wie es scheint. Das heißt, diese Gruppe operiert im Verborgenen und man muss hinter die Kulissen schauen, um zu erkennen, wer da am Werk ist und was deren Agenda ist. Und wenn man das macht, dann erkennt man auch, dass alles miteinander verbunden ist, dass da also Verbindungen herrschen zwischen Ereignissen, Personen, Institutionen, die man sonst nicht für möglich halten oder erklären könnte, also zwischen der 5G-Technologie und Corona zum Beispiel. Und weil nichts durch Zufall geschieht, ist ein ganz typisches Argumentationsmuster von Verschwörungstheorien immer die Frage zu stellen, wem nützt es, cui bono? Denn wenn nichts durch Zufall geschieht, dann ist alles geplant und dann müssen diejenigen, die von etwas profitieren oder vermeintlich profitieren, auch diejenigen sein, die dahinter stecken. Und deshalb argumentieren Verschwörungstheorien eigentlich immer von hinten. Die schauen immer, wer profitiert angeblich davon und haben dann die Schuldigen identifiziert und stricken dann eine Indizienkette nach hinten und blenden alles aus, was nicht passt und überbetonen alles, was irgendwie passend gemacht werden kann. Also nach den Anschlägen von 9/11, wer profitiert davon? Die Regierung Bush, die Neokonservativen, die können im Irak einmarschieren, das wollten die schon immer. Stimmt. Ergo müssen die dahinter stecken. Stimmt nicht. Oder bei Corona, wer profitiert davon? Eine dunkle Elite, die das Wirtschaftssystem neu ordnen möchte. Oder Bill Gates, der uns alle zwangsimpfen möchte. Also müssen die dahinter stecken. Das ist ganz typisch für Verschwörungstheorien. Was macht diese Sache jetzt so attraktiv? Verschwörungstheorien, da ist sich die psychologische Forschung relativ einig, sind besonders weit verbreitet bei Menschen, die sich machtlos fühlen, die das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle und keinen Einfluss auf politische Entscheidungen, auf kulturelle Entwicklungen. Für die liefern nämlich Verschwörungstheorien eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum sie keinen Einfluss haben. Es geht da immer um so ein Gefühl, nicht um die Realität. Und sie sind besonders populär bei Menschen, die schlecht mit Ambivalenz umgehen können, mit Unsicherheit, die das schlecht aushalten können. Und da sehen wir in der
Corona-Krise, warum Verschwörungstheorien da dann für viele Menschen, die vorher vielleicht nur so eine latente Tendenz dazu hatten, dann wirklich zu einem Allheilmittel werden. Denn das war eine Zeit der fundamentalen Unsicherheit für uns alle. Niemand wusste Anfang, Mitte März, wie unser Leben in 3 Tagen aussieht, in 3 Wochen, in 3 Monaten. Jetzt gerade sind wir wieder so ein bisschen in so einer Phase, wo es ähnlich ist. Wir haben aber gelernt, anders damit umzugehen. Alle sind irgendwie viel entspannter, was vielleicht nicht ganz gut ist, weil sie sich nicht so einschränken, wie sie es vielleicht sollte, ist mein Gefühl, wenn ich die Studierenden hier sehe. Aber für Verschwörungstheoretiker war das natürlich eine besondere Herausforderung. Und die Verschwörungstheorien zu Corona sind in Deutschland im Grunde seit Mitte, Ende März erstaunlich stabil. Der kleinste gemeinsame Nenner ist in den allermeisten Fällen, das Virus existiert nicht oder ist komplett harmlos. Und das bietet natürlich Sicherheit, denn die Verschwörungstheorie sagt dann, aha, das ist ein großer Betrug, die stecken dahinter, um das und das zu erreichen. Und daran kann man sich festhalten. Das bietet Orientierung. Das ist für viele Menschen leichter zu ertragen, als dass da ganz viel Zufall im Spiel ist, dass niemand so genau weiß, was da passiert und es deshalb auch nicht richtig kontrollieren kann. Denn wenn da Menschen dahinter stecken, dann hat man Sündenböcke, die man verantwortlich machen kann. Und man kann das Ganze zumindest theoretisch auch relativ leicht stoppen. Also wie ein bekannter deutscher Verschwörungstheoretiker sagte, man muss Bill Gates nur in den Arm fallen und der ganze Spuk ist vorbei. Und als letzte Funktion kommt dann noch so ein bisschen dazu, in einer Zeit, wo es nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, und wie gesagt, wir leben nicht in einer Zeit, wo es normal ist, daran zu glauben, dass die so ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Man kann sich der Besonderheit der eigenen Identität versichern. Man gehört zu einer kleinen Gruppe von denjenigen, die begriffen haben, wie die Welt wirklich funktioniert. Wohingegen die Schlafschafe da draußen keine Ahnung haben, hat man selbst die Augen geöffnet. Und da kommt dann auch so ein bisschen dieser Besserwisser Modus von Verschwörungstheoretikern und Verschwörungstheoretikerinnen her, die glauben halt, sie haben was verstanden, wozu wir zu doof sind oder wofür wir erstmal die Augen öffnen müssen. All das macht Verschwörungstheorien so attraktiv. Sie haben es gerade schon angesprochen, so eine Überheblichkeit, aber auch natürlich eine Macht, die man dadurch bekommt, ne? Und gibt es denn auch so, cui bono, haben Sie ja gesagt, so, ich habe es jetzt nicht genau gehört, aber kommerzielle Interessen, also ich meine jetzt, Attila Hildmann sagt ja, er hat ziemliche Einbußen erlitten, ne, in seinem ganzen veganen Geschäft. Das hat ihm jetzt ja ziemlich viel Geld gekostet, sagt er jedenfalls, behauptet er. Aber gibt es denn hinter allem auch irgendwo bei einigen kommerzielle Interessen, dass so diese Verschwörungstheorien da auftauchen? Also natürlich gibt es die. Attila Hildmann ist, glaube ich, so das Gegenbeispiel, weil der hat sich, glaube ich, wirklich geschadet dadurch kommerziell, zumindest langfristig. Der Wendler, glaube ich, auch. Ich glaube, der wird nicht mehr in so viel Jurys auftauchen erstmal und Attila Hildmann nicht so viel Bücher verkaufen. Das erklärt übrigens auch, weshalb in Deutschland relativ wenig Prominente sich dazu bekennen dann letztendlich doch. Weil wenn man davon ausgeht, ein Viertel der deutschen Bevölkerung ist anfällig dafür, dann müssten es viel mehr Prominente sein. Aber die allermeisten wissen, wenn ich mich dazu äußere, ist meine Karriere vorbei. Und deshalb machen die das nicht. Aber andere haben natürlich eine Karriere aufgebaut auf der Grundlage von Verschwörungstheorien. Also das fängt an bei Leuten, die einfach nur so kurze YouTube-Videos produzieren, wo sie ganz viele Gerüchte verbreiten und einfach möglichst viele Klicks und damit Werbeeinnahmen generieren möchten und geht bis zu Leuten wie Alex Jones in den USA, der also Millionen umsetzt, indem er ihnen die Gegenmittel für angebliche Verschwörungen verkauft. Also er sagt dann, die Regierung mischt Stoffe ins Wasser, damit du nicht mehr klar denken kannst. Hier Brainforce Plus, Monatsdosis $50. Das gleicht diese Effekte wieder aus und damit macht der Geld. Oder jemand wie Ken Jebsen in Deutschland, der ganz gezielt versucht hat, sich an die Spitze dieser Corona-Leugner-Bewegung zu setzen. Der war in Stuttgart im Mai schon, da war er quasi die Hauptattraktion auf einer Demonstration, wo eine Doktorandin von mir war. Und da begann er seine Rede mit vielen Dank für die Einladung. Kurz vorher hatte der Organisator gesagt, wir haben lange überlegt, ob wir sein Gesprächsangebot annehmen sollen. Das heißt, er hat ganz aktiv versucht, da reinzukommen. Und jetzt gerade ist er ja relativ öffentlichkeitswirksam von YouTube runtergegangen und hat gesagt, im Netz gibt es keine Freiheit mehr, ich muss jetzt meine eigene Akademie gründen und ihr müsst mir alle Geld geben dafür. Das heißt, der versucht das ganz gezielt auszuschlachten. Also es gibt natürlich Leute, die kommerziell davon profitieren. Julia Silberberger kennt da noch viel coolere Beispiele, was diese ganzen Instrumente angeht, mit denen man Strichcodes entschärft und so, wo ich immer vergesse, wie das Teil heißt. Gleich an Sie, Frau Silberberger, wie heißt denn das Teil? Also, es kann sich im Endeffekt nur um etwas mit Dor-Energie handeln. Also ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Vermutlich ein kleiner Orgonit. Ich habe übrigens einen da. Wollt ihr mal einen sehen?
So, hier ist die Kamera. Hier ist ein kleiner Orgonit. Dort wird die Energie von unten aufgenommen und dann nach oben weggeleitet. Also die negative Energie geht unten rein und die positive Energie geht oben wieder raus. So, das ist totaler Blödsinn, aber diese Dinger, also das ist jetzt ein selbstgemachter, aber diese Dinger sind richtig teuer. Man kann bis zu 10.000 Euro ausgeben für Orgoniten, die man sich dann in den Garten stellen kann. In der Größe heißen sie dann Chembuster und sollen die Chemtrails am Himmel auflösen. Das sind jetzt die lustiges Beispiel dafür, wie Leute Geld mit so etwas verdienen können oder indem sie Globuli verkaufen mit der Aufschrift Liebe. Da hat man dann Liebe, um Chemtrails aufzulösen, indem man die Globuli nimmt und dann strahlt man dann was aus oder ist dann halt eben geschützt. Aber das ist nicht mehr so lustig, wie wir das vor ein paar Jahren noch erlebt haben. Viel stärker sehen wir jetzt einfach die Radikalisierung in rechten, menschenfeindlichen, demokratiefeindlichen Gruppierungen, die schon sehr starken Hang zu terroristischen Vereinigungen haben, weil sie gezielt natürlich darauf aus sind, die schlafschafende Bevölkerung aufzuwecken, wenn es sein muss, mit Gewalt. Wir sehen eine Glorifizierung der Täter von Terroranschlägen. Wir sehen zunehmende Gewalt gegen Journalisten, freie Pressevertreter, gegen Leute wie uns, gegen auf das allein nur diese Hassmails, die wir bekommen, dieser Ton, der rauer geworden ist, der zeigt uns, dass sich die Menschen auch zusammentun, um diese Mails zu schreiben. Denn bei mir kommen die meistens in Bündeln an. Da hat wieder irgendjemand irgendwo einen Facebook-Kommentar oder in WhatsApp geschrieben, schreibt mal dem Aluhut, was ihr von ihm haltet. Oftmals sehen wir, dass gezielt aufgerufen wird, in diesen Gruppierungen irgendwo hinzugehen und dort ein Voting zu manipulieren, Abstimmungen von öffentlich-rechtlichen Sendern, was wollt ihr als nächstes sehen oder wie ist ihre Einstellung zur Homöopathie etc. pp. Da werden international Stimmen zusammengetragen, um hier das Bild der Meinung der Öffentlichkeit zu verzerren, dass in einer Abstimmung dann steht, dass 76% wollen, dass Homöopathie weiterhin von den Kassen bezahlt wird, obwohl echte Menschenstimmen deutscher Bürger vielleicht einen viel kleineren Teil ausgemacht haben. Das ist gerade in solchen Online-Votings auf Facebook unheimlich schwer nachzuvollziehen. Wer selbst ein Voting haben, kann ich davon ein Lied singen. Aber diese Stimmung trägt sich weiter nach außen. Und wir haben, wie Michael auch schon so sagte, lauter Menschen, die eine Anfälligkeit vielleicht haben für diese Verschwörungserzählungen um Bill Gates, um Corona, um die Regierung, die eine Diktatur errichten möchte, die dieses Gefühl vielleicht schon länger mit sich rumtragen, aber jetzt durch die Corona-Pandemie den Auslöser dafür hatten, diesen Snap zu sagen, ich hab's doch gewusst, das habe ich mir schon immer gedacht. Und dann gehen sie ins Internet und haben durch die sozialen Medien die Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die diese gleiche Meinung teilen. Dann sind diese Menschen, die vielleicht in der Summe nicht mehr geworden sind, plötzlich aber zusammen. Und in dieser Gruppierung haben sie wieder einen Einfluss, den sie sonst als Einzelpersonen, als Versprengte, wie man früher abwertend gesagt hat, der Dorftrottel, der sonst keinen anderen Kontakt zu anderen Dorftrotteln hatte, der hat jetzt die Möglichkeit, sich in einer nationalen Bewegung zusammenzuschließen, von mir sogar internationalen Bewegungen wie in QAnon, und hat die Möglichkeit, hier eine kritische Masse zu erreichen, um einen Impact in unserer Demokratie und in unserer Gesellschaft zu erreichen, die er sonst nicht hätte. Weil das ist vielleicht auch der Schlüssel, die Schlüsselkraft, die sozialen Medien hier entwickeln, dass sie die Menschen zusammenbringen. Diese 20-25% hypothetisch der Bevölkerung werden durch die sozialen Medien zusammengebracht und können so einen Impact erreichen. Ich habe seit 5 Jahren warne ich davor, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich eine verschwörungsideologische Gruppe nur so stark aufbaut, dass sie versucht, den Reichstag zu erstürmen. Und wenn wir jetzt gucken, was Ende Oktober passiert ist, wir hatten eine Gruppe von rechten Verschwörungsideologen, die sich vor dem Reichstag gesammelt hat, die erst bei den Querdenkern mitgelaufen sind. Da war die Querdenker wieder so die Welle, auf denen sie gesurft sind, die Gelegenheit, die sie genutzt haben, genau der Snap, den sie gebraucht haben. Und dann war eine Person dabei, die gerufen hat, jetzt let's go, und alle sind gelaufen. Und ich habe parallel 3 Streams geguckt von diesen rechten Streamern, um das halt eben zu watchen, was sie da machen. Und alle waren vollkommen aufgeregt. Ich war da mittendrin in dieser Szenerie, wie sie in die wackelnde Kamera den Reichstag hochging. Es war schon sehr aufregend, aber es war auch auf eine gewisse Art und Weise bedrohlich. Das heißt, wir dürfen das nicht allzu locker nehmen, was jetzt hier gerade passiert. Nicht in Panik verfallen, aber die Gefahr erkennen und die Gefahr bannen. Und das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, was wir sehen und was wir dagegen tun können. Und da finde ich es gut, dass wir heute hier sind, um diese Erzählung mal zum Punkt zu bringen. Ja, vielen Dank. Ja, Sie, Herr Butter, waren ja auch, oder was heißt warnen? Sie sprechen ja auch immer, es gibt auf der einen Seite diese Verschwörungstheorie Panik,
die so da ist. Aber auf der anderen Seite muss man einfach auch gucken, Sie haben es ja selbst gesagt, wir kommen ja auch später noch dazu, weil jetzt gerade im Chat auch schon mal die Frage auftaucht, wie kann man denn im System Schule damit umgehen? Wir werden ja nachher in den beiden Breakout-Sessions uns genau auch mit dieser Frage, welche Aufgaben an Schule, welche Aufgabe kommt auf Bildung dazu, was kann man da tun? Also Sie haben ja gesagt, es geht ja nicht um Panik und Sie reagieren ja dann auch erstmal auch sehr sachlich, sehr freundlich auch zum Beispiel auf solche Anfeindungen, von denen Sie ja vorhin gesprochen haben. Aber ich denke, eine Sache ist, Sascha Lobo hat mal in einem Artikel dazu geschrieben, dass er gesagt hat, es gibt so eine IKEA-Mentalität, so hat er es genannt. Also wir können ja auch zu Hause alle ein Regal aufbauen, wir kriegen diese ganzen Teile nach Hause geliefert und sind aber dann quasi so wie innen, sagen wir mal, wie Möbeldesigner unterwegs. Und so können wir uns im Netz auch natürlich so was zusammensuchen, schustern. Ist das so? Also dass die Möglichkeit zu sagen, ach, ist das wie so eine Art Zusammenhang, den man dann sieht und sagt, ah, das passt zu dem und das passt zu dem und das zu dem und dann kann ich mich so ein bisschen bedienen und das passt dann auch zu meinem Lebensgefühl und dann kann ich mich so aus den Verschwörungstheorien so bedienen und zusammenbauen, was gerade zu mir und meinen Weltansichten passt. Frau Silberberger, Sie nicken. Ja, denn ich habe es kürzlich erst wieder in einem Artikel geschrieben. Fake News sind diese schönen, sind diese Bausteine, aus denen man sich Verschwörungsideologien, Mythenerzählungen zusammenbauen kann. Und man kann es sich inzwischen, da so viele Verschwörungserzählungen existieren, auch ineinander verschachtelt zusammenbauen, wie es einem gerade passt. Man muss nicht alle miteinander verbinden, kann man aber machen. Man kann sich ein kleines Billigregal hinstellen, man kann aber auch gleich die ganze Anbauwand nehmen. Es ist alles möglich. Man muss nicht gleich Impfgegner, Chemtrailer, Corona-Leugner und auch noch Anhänger der BRD-GmbH-Verschwörungstheorie sein. Man kann auch nur Chemtrailer sein. Man kommt auch auf diesem Weg hin und zwar nicht auf dieser verrückten NWO-Linie, sondern ja, okay, die Regierungen gehen diesen Weg, um den Klimawandel vielleicht zu reduzieren, aber es ist nicht gut für uns und das wollen sie trotzdem. Und dann kommen wir trotzdem wieder zu dem Punkt, es wird was gesprüht, um unsere Umwelt weiterhin zu zerstören, um den Klimawandel eben doch nicht aufzuhalten oder weiter voranzutreiben. Sagen Sie noch mal ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob alle wissen, wenn Sie sagen Chemtrailer, ob alle wissen, was ist das? Genau, Chemtrails ist die Verschwörungserzählung, dass die Kondensstreifen am Himmel nicht einfach nur Kondensstreifen seien, dass da Chemikalien zugesetzt sind, die uns krank machen sollen. Oder halt eben, da spaltet sich es jetzt eben ab in die eher wissenschaftlichen Verschwörungstheoretiker und die total spirituellen. Die wissenschaftlichen gehen eher so Richtung Klimakontrolle, Solar Radiation Management, Geoengineering, auch ebenfalls wunderschöne Technobubble-Wörter. Und kritisieren das vielleicht auf einer eher wissenschaftlichen Ebene, aber für viele Menschen sind Chemtrails auch ein Synonym geworden für die Mind-Control-Sache, für die Gedankenkontrolle, dass wir von den Regierungen mit irgendwas dumm gehalten werden, krank gemacht werden und dass Gifte gesprüht werden und deswegen geht es uns allen so schlecht und deswegen machen wir hier auch keine Revolution, weil da Sachen drin sind, die unseren Geist verkleben, unser drittes Auge verschließen. Also da gibt es die wirklich verschiedensten Erzählungen und je nachdem, aus welchem Spektrum man kommt, wird man halt eben davon angesprochen. Spirituell, wissenschaftlich, wirtschaftlich, suchen Sie sich was aus. Es ist tatsächlich, wie Herr Lobo gesagt hat, wie im IKEA-Einrichtungshaus. Ja, es geht nur leichter als bei IKEA, weil ich meine, an IKEA verzweifelt man ja, wenn man das zusammenfügen möchte. Bei den Verschwörungstheorien geht das besser. Vielleicht kurz eine Ergänzung dazu. Psychologisch ist es so, dass der sicherste Indikator dafür, dass jemand an eine Verschwörungstheorie glaubt, dass er schon an andere Verschwörungstheorien glaubt. Das macht diesen Weg ganz leicht. Was anders, was diesen Weg auch sehr leicht macht in der Gegenwart, ist es eine Entwicklung, die wir so seit den 60er Jahren sehen, nämlich so eine Tendenz hin zu sogenannten Superverschwörungstheorien. Also es geht nicht mehr nur um bestimmte Ereignisse oder bestimmte Gruppen, sondern es geht um eine Kombination unterschiedlichster Gruppen und Ereignisse, die alle im Geheimen zusammenarbeiten. Die Juden und die Illuminaten und Bill Gates und Schalke 04. Und dann hat man die Superverschwörungstheorie. Und das kommt daher, dass natürlich wir diesen Statuswandel haben, den ich vorhin angesprochen habe. Also quasi so ab den 60er Jahren wandern Verschwörungstheorien aus der Mitte der Gesellschaft erstmal so an die Ränder der Gesellschaft und werden von offiziellen Erzählungen zu Gegenerzählungen. Und dass man sich da quasi sowas rausgreift und so viele unterschiedliche Versionen hat, das klappt so gut, weil alle Verschwörungstheorien in der westlichen Welt in der Gegenwart oder praktisch alle so einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich sie sind Gegenerzählungen, gegen die offizielle Version. Und insofern kommen diese Verschwörungstheoretiker in diesen Foren auch wunderbar miteinander aus, auch bei den Corona-Demos, wenn der eine sagt, das ist 5G und der andere sagt, das ist Bill Gates und der dritte sagt, das ist eine Biowaffe, weil es alles der offiziellen Version widerspricht und darauf können die sich einigen. Und das macht ihnen die Sache so leicht und oft ist es auch so, dass
dass diese Leute dann konträre Dinge glauben. Also es gibt in Deutschland Menschen, die glauben, dass das Coronavirus nicht existiert oder dass es eine Biowaffe ist. Man kann das beides gleichzeitig glauben, weil es der offiziellen Version widerspricht. Oder zu 9/11 gibt es Untersuchungen, dass die Menschen glauben, Osama bin Laden ist schon lange vor 2011 gestorben oder er lebt bis heute. Gibt es einen schönen Aufsatz von englischen Kollegen, der heißt Dead and Alive, Tod und am Leben. Und also diese konträren Überzeugungen sind in den letzten Jahrzehnten normal. Vor 100 Jahren war das noch völlig, völlig anders. Also ich spreche lieber von Verschwörungstheorien, weil das meiner Ansicht nach der zutreffendste Begriff ist. Aber wenn wir das Fass aufmachen, wird es also ganz, ganz lange hier heute Abend. Ja, tatsächlich finde ich, dass der Begriff Theorie dem Ganzen einen wissenschaftlichen Touch gibt, den es einfach nicht hat. Und da ja in den meisten Fällen Glaubenskonstrukte dahinter stecken, Weltbilder, oftmals auch eine ideologische Vorbelastung, also zumindest sehe ich das bei meinen Case Studies im Internet, finde ich persönlich den Begriff Ideologie treffender. Allerdings ist auch nicht schlimm, es Verschwörungstheorie zu sagen, weil es einfach umgangssprachlich sich eingebürgert hat und tatsächlich sich da die Fachleute sogar drüber streiten. Ich glaube, man muss sich eingestehen, dass auf einer formalen Ebene Verschwörungstheorien und Alltags- und wissenschaftliche Theorien mehr gemeinsam haben, als man oft so gerne lieb hätte. Also nämlich, die machen eine gewisse Zahl von Annahmen, wir haben vorhin darüber geredet, diese drei Charakteristika, und versuchen auf dieser Grundlage die Welt zu erklären. Und das machen wissenschaftliche Theorien oder Alltagstheorien auch erstmal. Und dann wird oft gesagt, man kann Verschwörungstheorien nicht falsifizieren. Stimmt nicht. Julia und andere falsifizieren ständig Verschwörungstheorien. Geht ganz leicht. Das Problem ist, die Verschwörungstheoretiker glauben die Falsifikation nicht. Warum, können wir nachher noch drüber sprechen. Nur, das ist bei wissenschaftlichen Theorien auch nicht immer ganz anders. Also ein Marxist wird sich niemals von einem neoliberal argumentierenden Kollegen sagen lassen, ich habe dich widerlegt, jetzt ändere gefälligst mal deine Position. Der wird sagen, das stimmt nicht, du siehst die Welt völlig, völlig falsch. Ich muss aber sagen, der Begriff Verschwörungsideologie ist noch der, mit dem ich am besten leben kann, weil es da wirklich quasi um Überzeugungen, um Konstrukte geht. Also ich glaube, der Begriff Verschwörungsideologie, der legt den Fokus etwas mehr auf die Überzeugungen der Menschen, die diese Theorien verbreiten. Der Begriff Theorie eher so auf die Struktur dieser Erzählungen, die dann bringen. Genau. Den Begriff Verschwörungserzählung, den finde ich einerseits toll. Ich bin ja Literaturwissenschaftler, das heißt, und ich weiß, Verschwörungstheorien sind oft einfach Erzählungen, so wie es in der Erzählforschung verwendet wird. Nur, wenn man den als Oberbegriff verwendet, verpasst man eine Entwicklung, die in den letzten Jahren ganz wichtig geworden ist, nämlich eine Entwicklung hin eigentlich zu Verschwörungsgerüchten oder Behauptungen. Also bei Twitter, Donald Trump, der verbreitet in den allermeisten Fällen keine Verschwörungserzählungen, sondern was der macht ist, der haut in einem Satz eine Behauptung raus, ohne Belege zu bringen, ohne die Erzählung aufzumachen. Im Englischen haben das Kollegen genannt Conspiracy without Theory. Und das ist ganz typisch für den populistischen Diskurs, der sich immer so eine Hintertür offen lassen muss, um zu sagen, nein, also so habe ich das ja gar nicht gemeint, in Zeiten, wo das halt nicht normal ist, daran zu glauben. Und wenn man Verschwörungstheorie zum Überbegriff macht, dann verpasst man so ein bisschen so diese neueste Entwicklung, die in den sozialen Medien und im politischen Diskurs ganz wichtig ist. Und der Verschwörungsmythos, muss ich sagen, macht mir das Ganze zu sehr so ein bisschen, der passt, finde ich, als Unterbegriff für so Sachen, die so eine lange Geschichte haben, so der Begriff, also der Mythos der Illuminaten oder der jüdischen Weltverschwörung. Aber so Corona, wo sich das Ganze gerade so wissenschaftlich gibt, wo ständig irgendwelche Statistiken interpretiert werden, greift er meiner Ansicht nach daneben. Also der kommt aus so einer Unterscheidung in der deutschen Diskussion vor 20 Jahren, wo man gesagt hat, Verschwörungsideologien, das sind die Dinge, die noch so quasi einen wahren Kern irgendwo haben. Und Verschwörungsmythen, das sind diejenigen, die komplett frei erfunden sind. Wo ich sagen muss, das habe ich bis heute nicht verstanden, diese Unterscheidung, weil, der Mythos der jüdischen Welt, es gibt Juden, es gibt die Bilderberg-Konferenz, aber sonst ist es halt einfach Schwachsinn. Also auf der Ebene funktioniert jetzt nicht. Von daher, sagen Sie Verschwörungsideologie, dann ist Julia Silberberger happy, oder sagen Sie Verschwörungstheorie, dann bin ich happy, und Verschwörungsmythos lassen wir jetzt unter den Tisch fallen. Wie wäre es damit? Ich habe eine ganz einfache Frage von beide zu ihr. Wenn man auf solche Leute trifft, wie soll man auf denen zugehen? Ich habe immer so ein Gefühl, das ist sehr schwierig, die Leute, die an diese Theorien glauben, zu erreichen. Weil die sind so von sich selbst überzeugt und von diesen Theorien überzeugt, das ist unglaublich schwierig, denen zu erreichen, um irgendwie ja auf ein Sachlage zu kommen, dass die vielleicht sich überlegen, was sage ich da. Dankeschön. Ja, wer von uns beantwortet die Frage? Ich fange einfach mal unverschämterweise an.
Ich kann das sehr gut nachempfinden, wie man sich da eben fühlt. Meine Mutter war zu ihren Lebzeiten auch glühende Verschwörungsideologin und da ist mir regelmäßig mit den neuesten Sachen um die Ecke gekommen. Es kommt darauf an, wie stark die Person an ihrem Verschwörungsglauben hängt, wie stark sie schon daran gebunden ist. Wenn es eine Person ist, die noch relativ am Anfang ihrer ideologischen Bindung steht, dann kommt man mit einem Faktencheck möglicherweise wirklich noch weiter. Ruhig mal W-Fragen stellen und fragen, wieso glaubst du das? Welche Belege, wer, mit welchen Mitteln? Und dann guckt man sich das genau an oder sucht sich zumindest die Hauptpunkte raus. Man darf sich nicht auf die Nebenschauplätze entführen lassen, denn das können Verschwörungsideologen unheimlich gut, einen in Nebendiskussionen so total zu verfranzen, dass man das Hauptthema verliert. Also bitte beim Hauptthema bleiben, wie zum Beispiel, ist eine weltweite Impfpflicht geplant? So, dann kann man jetzt da zum Beispiel ansetzen und kann eine gemeinsame Quellenrecherche zu einer speziellen Fake News machen. Etc. pp. Schwerer ist es, wenn die Person wirklich schon sehr, sehr stark in diesem Weltbild gefestigt ist und sich auf einer Mission befindet, andere Personen aufzuwecken. Denn dann ist es nicht einfach nur ein, hey, guck mal, ich habe da was gefunden, was mir ein bisschen komisch vorkommt, sondern es ist ein, ich möchte dich von meiner Meinung überzeugen, ich möchte dich von meinem Weltbild überzeugen und ich werde keine Gegenrede zulassen, denn alles, was du mir sagst, bestätigt mich nur in meinem Weltbild, denn ich habe ja damit gerechnet, dass ich Gegenrede erhalte und dass ihr Schlafschafe mir nichts entgegensetzen könnt. Und da ist meine Empfehlung dann immer primär auf erstmal auf Konfliktvermeidung zu gehen, wenn das in einem nahen Familienumfeld ist und den Streit nicht eskalieren zu lassen, sich Hilfe zu holen in Beratungsstellen. Also es ist auch ganz wichtig, da kommen wir wieder auf die Lösungsansätze im medienpädagogischen Bereich, dass diese Beratungsstellen auch gebrieft sind mit den Inhalten dieser Verschwörungstheorien und Erzählungen. Und dass sie wissen, um was es sich eigentlich handelt, wenn Personen zu ihnen kommen und ihren Rat erbitten, wie kann ich mich emotional von meinem Ehepartner oder meinen Eltern abgrenzen, um die Familiensituation nicht zu gefährden, denn ich bin die einzige Person aktuell mit Handlungsmöglichkeiten. Mein gläubiger Ehepartner hat in seiner Position aktuell keine Handlungsmöglichkeiten. Das ist, wie gesagt, etwas, da halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir mehr Beratungsstellenangebot schaffen, mehr Anlaufstellen schaffen und hoffe, wenn Leute von unter den Teilnehmenden sind, die sich inspiriert fühlen, dieses Thema in ihren Beratungsstellen vielleicht mal anzusprechen oder mal einen Online-Workshop anzubieten, dass Menschen wie wir und andere Kolleginnen und Kollegen gerne bereit sind, solche Workshops mit euch durchzuführen, damit ihr diesen Angehörigen helfen könnt. Also erstmal wirklich gucken, wo stehen die Personen? Kann ich sie überhaupt noch erreichen mit einem Faktencheck? Kann ich es nicht? Wo bekomme ich Hilfe, um mich emotional abzugrenzen? Denn ich kann niemandem helfen, wenn ich selbst hilfsbedürftig bin. Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Person, mit der gerade diskutiert wird, in der Regel auch gezielt als Opfer ausgesucht wird. Denn jetzt wird gerade missioniert und dieser Glaube wird weitergetragen. Das kann man sich vorstellen wie in einer fundamentalistischen Sekte. Wir haben auch sehr starke Parallelen zwischen, wie verschwörungsideologische Gruppierungen organisiert sind und wie sich Sekten sozusagen selbst organisieren, wie Menschengruppen sich selbst organisieren, wie sich offene Hierarchien, manchmal auch feste Hierarchien bilden. Und man muss vorbereitet sein. Man muss sich, wie gesagt, damit auskennen, wenn ich weiß zum Beispiel, oh, ich habe jemanden in meinem Freundeskreis, der könnte eventuell daran glauben, dass Mikrochips und Impfstoffen enthalten sind, ist es vielleicht nicht verkehrt, sich vorher schon mal einzulesen, warum diese Sachen Blödsinn sind. Und da gibt es ja das großartige Faktenchecker wie Mimikama, Faktenfinder der Tagesschau, Psiram, Korrektiv, wen haben wir denn da noch? Den Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk, deren Datenbanken man bemühen kann, um sich schon mal ein gutes Basiswissen anzueignen. Und dann aber auch wirklich die Schiene halten in der Diskussion und nicht auf die Nebenschauplätze entführen lassen. Und im Zweifelsfall, so mache ich das, drehe ich mich dann auch rum und gehe und sage, ich breche die Diskussion jetzt hier ab. Wir müssen uns nicht zerstreiten, wenn es nichts bringt. Lass uns wenigstens in Frieden auseinandergehen. Ja, ich könnte auch noch mal kurz was, also ich wollte eigentlich nur ergänzend sagen, dass ich das alles nur bestätigen kann. Ich kann sagen, es gibt Studien, die sogar zeigen, wenn man bei überzeugten Verschwörungstheoretikern mit den Fakten kommt, macht man es noch schlimmer, weil die dann noch weiter dicht machen und danach noch mehr daran glauben. Das heißt, das wird's, da wird es dann wirklich kompliziert, weil natürlich deren Identität so extrem da dran hängt. Und deshalb sind die auch besser vorbereitet, weil, also selbst wenn sie einen sich nicht rausgesucht haben, sondern man sie sich raussucht, also ihre Identität hängt vermutlich nicht daran, dass sie glauben, Osama bin Laden steckt
steckt hinter den Anschlägen auf das World Trade Center oder das Coronavirus ist real und gefährlicher als eine normale Grippe. Aber wenn Sie halt glauben, Sie haben begriffen, dass das alles nicht stimmt, dann wissen Sie halt, in wie vielen Sekunden World Trade Center 7 zusammengestürzt ist und wie viel davon im freien Fall waren. Und Sie wissen, wie der R-Wert sich schon vor dem Lockdown im März entwickelt hat, um damit zu punkten irgendwie in der Diskussion. Da hat man dann halt Probleme. Ich habe gerade so einen Link rumgeschickt, auf den ich verweisen wollte. Und zwar haben wir von diesem Projekt, also das schon jetzt 2-3 Mal erwähnt wurde, dieses große europäische Vernetzungsprojekt, das jetzt auch zu Ende gegangen ist, im Grunde auf 15 Seiten mal den gesamten Stand der Wissenschaft zu Verschwörungstheorien zusammengefasst, mit weiterführenden Literaturhinweisen und auch mit konkreten Hinweisen darauf, wie man mit Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern umgeht. Das gibt es mittlerweile in 6 oder 7 Sprachen auf der Webseite, ist frei als PDF herunterzuladen. Es gibt auf der Seite auch von Steven Lewandowski das Conspiracy Theory Handbook, das auch von den Skeptikern ins Deutsche übersetzt worden ist und wo er auch im Grunde beschreibt, also quasi wie man dagegen argumentieren kann gegen Verschwörungstheorien und was man in welcher Situation anwenden sollte. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ganz hilfreich. Ich kann auch noch sagen, dass es mittlerweile so eine Reihe von Initiativen gibt, die gerade auch versucht, so Beratungsangebote aufzubauen und Leute zu schulen zur Beratung, also für Verschwörungstheorien. Also Cultures Interactive ist so eine Stiftung, die da gerade aktiv ist. Die Berghoff Foundation in Tübingen hat auch so ein Projekt. Die Schreiben sind alle gerade so in der Antragsphase und ich habe für all diese Unterstützungsschreiben geschrieben in den letzten Monaten. Das Problem ist so ein bisschen, die einzige Art und Weise, wie man in Deutschland längerfristig Geld kriegt für sowas, ist unter der Extremismusprävention. Und ich stimme vollkommen zu, dass Verschwörungstheorien also zu Extremismus führen können, aber nicht jeder, der an Verschwörungstheorien glaubt, ist extremistisch und wird gleich dazu. Das kann solche Leute auch noch stigmatisieren. Also wenn man denkt, mein Onkel glaubt daran, ich möchte jetzt irgendwo Hilfe holen für mich und für den, aber ich möchte quasi nicht zu der Beratungsstelle Rechtsradikalismus gehen, weil da sehe ich ihn irgendwie nicht. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch quasi so ein Angebot aufbaut. Der Goldene Aluhut macht das natürlich eben auch unabhängig davon, wo man Leute berät, die das eben nicht über diese Schiene machen. Da wird aber hoffentlich ein bisschen was geschehen in den nächsten 1-2 Jahren. Das ist dann vielleicht einer der positiven Effekte der Verschwörung, der Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise und auch der zunehmenden Radikalisierung, dass eben solche Beratungsstellen noch ausgebaut werden. Vielleicht noch folgende Frage mit Blick, gibt es einen typischen Verschwörungstheoretiker oder eine typische Verschwörungstheoretikerin? Gibt es ein Kennzeichen? Gibt es Auffälligkeiten, Häufigkeit an Geschlecht oder soziale Herkunft, Bildungsstandard und so weiter? Ja, sowas wie mich. Mann, etwas älter, nicht so der höchste Bildungsgrad. Man muss sagen, es gibt so gewisse Tendenzen, die sich abzeichnen in der Forschung. Und zwar ist es so, dass eine Reihe von quantitativen Studien mittlerweile ergeben, und die qualitative Forschung hat das schon lange gesagt, Männer sind empfänglicher für Verschwörungstheorien als Frauen. Insgesamt mit der Einschränkung bei medizinischen Verschwörungstheorien gleichzeitig sich dann wieder aus. Chemtrails, Impfen und so weiter. Es gibt auch eine Korrelation zwischen Bildungsgrad und Verschwörungsglaube. Also je höher der Bildungsgrad, grob gesagt, desto niedriger die Empfänglichkeit dafür, wobei es auch wirklich darauf ankommt, was man gelernt hat. Also ich glaube, jemand, der sehr mit sozial oder geisteswissenschaftlichem Wissen in Berührung gekommen ist, ist tendenziell weniger Verschwörungstheorien zugeneigt als jemand, der vielleicht sehr gebildet ist, aber was studiert hat, was eher so mechanisch funktioniert. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber Joe Oshinsky, der amerikanische Politikwissenschaftler, sagt immer, es ist kein Zufall, dass es in den USA diese Vereinigung gibt, Ingenieure und Architekten für die Wahrheit zu 9/11, weil er sagt, das sind genauso diejenigen, die so ein mechanistisches Weltbild haben, wo ein Rad ins andere greifen muss. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich sehr gebildet sein. Aber ich glaube trotzdem, weil ich das dann übertrage auf soziale Prozesse, dass quasi Gesellschaft so funktioniert, wie eine Maschine funktioniert. Und dann sehe ich ganz leicht Verschwörungen. Ich kann es bestätigen, anekdotisch, ganz viele der Mails, die ich kriege, stammen von Ingenieuren. Oshinsky würde dann immer sagen, Kernphysiker und Soziologen sehen die Welt anders. Die sehen keine so eine mechanische Kausalität mehr und so eine Linearität, und deshalb neigen die Verschwörungstheorien nicht so sehr zu. Also Bildungsgrad spielt eine Rolle, Geschlecht spielt eine Rolle, und es gibt auch so gewisse Hinweise darauf, dass das Alter auch eine Rolle spielt. Und das mag damit zu tun haben, dass Verschwörungstheorien immer so eine gewisse Nostalgie transportieren. Die sehen sich ja immer nach so einer Vergangenheit, die es nie gegeben hat. Da ist auch so eine Verbindung zum Populismus. Und also halt der Zeit, bevor die böse Verschwörung begann und alle
alles begann den Bach herunterzugehen. Und diese Nostalgie spürt man natürlich eher so mit 45 oder 65 als mit 15 oder 25. Und insofern scheint das Alter also als Faktor auch eine Rolle zu spielen. Aber wenn Sie das dann halt zusammenzählen, also eher Männer als Frauen, aber wie gesagt, wir reden hier über so ein paar Prozentpunkte Unterschied, eher Ältere als Jüngere und der Bildungsgrad mit einbezogen, dann landet man halt genau bei den Trägerschichten der populistischen Bewegungen in der westlichen Welt in den letzten Jahren, wo Verschwörungstheorien halt auch in diesen Parteien signifikant weiter verbreitet sind als bei den Anhängerinnen und Anhängern von anderen Parteien und Bewegungen. Was gibt Ihnen bei dem Ganzen, was jetzt da so auf Sie zukommt und womit Sie auch immer zu tun haben, eigentlich so eine Hoffnung für Ihre Arbeit, für die weitere Zukunft jetzt auch in Ihrem Forschungsgebiet, in dem, womit Sie sich beschäftigen, schon seit einigen Jahren? Wir sind, glaube ich, einfach solche Gemüter, die sich davon auch nicht unterkriegen lassen Es ist für mich ist es auch eine Herzensangelegenheit, von daher sowieso lasse ich mich von sowas nicht beeindrucken. Ich bin aus einer Sekte ausgestiegen, mir kann sowieso so schnell keiner mehr irgendwie eine Angst machen und das so kommt. Ja, ich bin halt einfach eine Frohnatur, ich lasse mich da nicht, so weit kommt es noch. Also ich glaube, bei mir ist es eher so diese lange historische Perspektive, die ich da drauf habe und der kulturelle Vergleich. Also wenn man sieht, wie wichtig und mit so was für fürchterliche Auswirkungen Verschwörungstheorien in der Vergangenheit hatten, dann ist das, was wir in Deutschland hatten oder haben, ich habe es auch vorhin in der Gruppe gesagt, im Vergleich dazu mache ich mir da wirklich wenig Sorgen. Man muss das ernst nehmen, aber das ist nichts in dem Maße, wie es in anderen Ländern ist oder wie es in der Vergangenheit war. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, so als Forscher, wenn man sich mit sowas, man hat ja auch so ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil wenn ich zum Beispiel Trumps Auftritt in der Wahlnacht sehe, dann finde ich den natürlich als Mensch und als Bürger erstmal extrem problematisch, als Wissenschaftler, der sich überlegt, wie ich bei meinem Projekt zu Verschwörungstheorien und Populismus, worüber ich da den nächsten Aufsatz schreibe, denke ich, klasse. Da habe ich wieder genug Material und das muss man also leider gestehen, das kommt da dann auch manchmal durch und letztendlich glaube ich auch einfach eine Faszination daran. Also was da immer wieder Neues kommt, wo ich dann denke, also das habe selbst ich dann noch nicht gehört, irgendwie was da jetzt aufkommt oder wie sich dann so Dinge verbreiten. Es ist einfach ein Interesse daran zu wissen und zu verstehen und ja. Geben wir es offen zu, auch uns Forschenden macht es Spaß. Mitunter manchmal so, ja genau, das ist so. Einen herzlichen Dank an Sie. Sehr gerne. An Sie, Herr Professor. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Waldeck, für die Begleitung und Ihnen allen herzlichen Dank für das Mitdenken, Mitdiskutieren, für Ihre Aufmerksamkeit.